Hallöchen und herzlich willkommen, liebe Pokémon-Freunde, zurück zu Pokémon Y Randomized Underdog Wedlock Challenge. YRUW. Quasi. Ich habe jetzt Algurias und Felia trainiert, wie ihr sehen könnt. Zwar nicht hoch, aber schon auf dem Level, wo man mit ihm kämpfen kann. Und Algurias hat Finte gelernt. Hören sie gar nichts. Ja, jetzt können wir natürlich auch endlich mal die Trainer machen, die hier so rumlungern. Ich würde sagen, wir machen zuerst den Boy. Meine Mama sagt immer, einen Gruß muss man mit einem Kampf erwidern. Okay. Stell dich das mal vor. Servus, Franz, wie geht's? Lass folgen. Ja, wahrscheinlich, oder? Hier wären wir zwar eigentlich im Typ-Nachteil, aber mit Level 2 Dressella sollten wir eigentlich fertig werden. Dressella wäre auch ein cooler Partner gewesen für Algurias. Also hier sind erste Flirtversuche auf Seiten von Dressella. Ganz schwieriges Unterfangen. Aber Algurias lässt sich nicht beirren und stellt Dressella eine Finte. Also flirtet so ein bisschen, aber dann so hinterrücks abgeschossen. Weil Algurias Herz schlägt nur für eine. Ja, ist ja wohl klar. So, dann haben wir noch Genesect, moin, wenn sonst nichts ist, Bruder. Stahlkäfer ist natürlich auch ganz schwierig. Wir brauchen dringend ein Team mit dem Feuer, ne? Das ist schon. Ja, du kannst halt einen Scheiß machen, ne? Also du bist komplett lost. Wobei das guten Schlag, aber. Ja, wir könnten. Problem ist, Genesect ist sehr effektiv gegen viele, sobald er eine Käferattacke hat. Wahrscheinlich Zornklinge oder sowas. Oh mein Gott, das ist so unfair. Ja, wir machen Finte. Finte ist ein sehr, sehr guter Move. Weil Algurias möchte ja auch physisch gehen. Warum auch immer. Der will mit seinen sanften Flossen zeigen, wo der Hammer hängt. Lol. Gerade schreit es nicht so geil, aber sollten wir. Ja, okay. Er verkackt's eh. Magnetflug. Komplett unnötig sowas. So, schön. Das müsste jetzt richtig XP-Punkte droppen. Oh, 239. Damit kann man doch viele mal für ein Essen einladen. Zum Essen einladen. Ausladen. Machen. Ach ja, wir haben die Regel, dass sie jede Attacke beibringen müssen. Als ob er der Erste ist, bei dem die Regel zündet, lol. Naja. Meine Mama sagt ja immer, eine Niederlage muss man mit Fassung tragen. Genau das tue ich auch. Das ist doch schon ein viel besserer Tipp als der erste. Alter, was haben sich die Leute bei Gamefly gedacht? Also beim ersten Tipp so, man muss jeden Gruß mit dem Kampf erwidern. Ja, moin. Ich hab keine Ahnung vom Kämpfen. Deshalb überlasse ich alle Entscheidungen Pichu. Oh, süß. Daraus ist so ein Meme entstanden. Möchtest du mit mir kämpfen? Alter, die Haare sind ja pixelig. Oh. Schwierig. Können wir das schaffen? Hat der einen Flugmove? Ich würde es mal ausprobieren. Wenn wir Two-Hitten, dann sollte das. Nevermind. Fühler ist einfach krass. Die denken. Hast du heute verloren, Pichu? Oh, das ist so süß. Ohne Witz. Die überlässt ihre Entscheidung ihrem Pichu, aber das Pichu kann leider nichts. Also das Habitat. Das ist ein bisschen schwierig an der Stelle. Aber da ist, glaube ich, noch ein oder zwei Trainer. Also die habt. Das sind so. Pass auf. Die Trainer, die wir jetzt gleich ankämpfen, sind so typische. Ja, du kommst, wenn du Level 50 bist, zufällig wieder hierher und auf einmal battlest du die und denkst du so. Bitch, get out my way, get out my way. Ich habe eben im Pokémon Center mein Pokémon nicht zu kaufen. Wir reden natürlich von diesem Trainer hier. Pokémon-Attacken. Je öfter man sie einsetzt, desto besser versteht man sie. Das stimmt. Schüler York. Junge, Skalamon, warum nicht? Ist doch gar nicht krass oder so. Nö, nö. Überhaupt nicht. No pressure an der Stelle. No freaking pressure, Alter. Also ich hätte echt gern Skalamon, muss ich sagen. Skalamon habe ich auch noch nicht trainiert. Ich hatte, glaube ich, schon mal einen Pinsir, genau. Die gute
X23 aus der Blattgrün Bellow. Ja, freaking Ausdauer, ey. Aber ein Scaramon, das wäre schon echt nice. Und eine Pflanzenattacke hätte ich auch gerne, weil viel hier das Tackle. Okay. Evil Time. Okay. 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 Ist ja gut. Willst du mir irgendwas damit sagen? Willst du mir irgendwas sagen? Der kann Orkan auf Level 3. Das ist ein Zeichen. Ha! Off topic, Leute! Heute ist der Tag, der 10. Februar 2020, wo der richtig krasse Sturm in Sturm Sabine am Start war in Deutschland. Oh, Passivblatt, finde ich nice. Trifft sich gut, denn. Ja, Laub ist auch rumgeweht wie sonst was. Also bei mir war es so, ich musste ja um 6 aufstehen. Und da war es. Pflanze, Eis ist natürlich. Hardcounter. Und da war es relativ sonnig, also es war keine Wolken und so, es war halt nur richtig windig. Also Windstärke war da. Wind war da, ne? Kennt ihr ja. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Bei uns ist zum Glück alles relativ gut gelaufen. Es ist nichts wirklich kaputt gegangen, außer die Fahrräder draußen, die in dem Fahrradzelt drin waren. Das ist natürlich ein bisschen verrunzt, aber es ist nicht so schlimm. Auf jeden Fall, ich fahre zur Arbeit und es ist schon gut windig. Also man merkt schon, da weht was rum. Aber es ist jetzt nicht so, dass es ultra gefährlich ist. Und ich arbeite ja im Kindergarten. Und da haben wir Notfallgruppen offen gehabt. Also es war halt nur noch eine von zwei Kindergartengruppen offen, offiziell. Wir haben natürlich getrennt, aber auch wieder nicht, weil halt Kollegen waren da. Aber von Krippe war halt echt wenig offen und wenig Kinder da. Es waren sau wenig Kinder. Es war super chillig, aber... War ja auch was Besonderes, war ja auch ein Umstand, ne? Und ja, es war eigentlich ein ganz cooler Tag, dieser Sturm. Habe auf Twitter gelesen, dass manche schon ein bisschen was Krasses erlebt haben, manche haben es aber auch gut überstanden. Also, ja, scheint wohl hier in Bayern eigentlich ganz okay gewesen zu sein. Der Sturm scheint nicht so schlimm gewesen zu sein. Ich meine, Bayern, das liegt so zentral und da kann selten, Naturphänomene so krass sein, weil wenn bei uns was krass wäre, dann wäre ja, warte mal, haben wir die Route eigentlich im Pokécom eingetragen? Dann wäre ja in ganz Deutschland komplett die Hölle los. Ist das Route 3? Hassbüro, ne? Haben wir schon aufgeschrieben, oder? Ja. Ey, auf Route 2, ne? Reptine und Kapaloris. Lel. Also Pflanzen-Pokémon sind hier genug am Start. Reptime wäre auch nice gewesen für Algurias. Das war schon richtig sick. Oh, super krank. Kann man sich mal gönnen? Hey, Niklas. Ja, Mann. Kapaloris wäre interessant gewesen. So, Level 3. Wasserpflanze. Konnte schon Gigasauger. Also, das Ding hätte sich selbst gecarried. Aber den konnten wir nicht nehmen. Das war so ein richtiger. So ein richtiger Single-Typ. Der stand richtig gut im Leben da. Der hatte Megasauger, der hat einen richtig krassen Move auf Level 3. Der hat schon im Early-Erwachsenenleben gecheckt, wie das Leben funktioniert. Und ich meine, das ist ja auch eine gute Voraussetzung für einen Beziehungsmensch. Allerdings war der ein bisschen zu Single, zu Solo, zu Einzelgängerisch, genau. Also so, war schon Einzelgänger. Und... Algurias steht nicht so auf Einzigen. Algurias ist, er ist selber ein bisschen zurückgezogen, aber er will eigentlich zur Gruppe dazugehören, ne? Er ist schon so ein Gruppentyp. Ja, ungestüm und einfältig, man kennt ihn. Vielleicht ist er doch kein Gruppentyp, vielleicht habe ich nur Bullshit gelabert, aber hey. I don't freaking care. So, genau, dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal hier weiter. Hier gibt es noch einige Trainer. Ein schwaches Pokémon lässt sich am leichtesten trainieren, wenn man es oben links auf die Teamliste setzt. Wenn man dann in einen Kampf verwickelt, kann man das sofort gegen ein anderes austauschen. Ja, in unserem Fall nur gegen den Partner. Ich war früher ein riesiger Fan des Rihon-Jockeys Primula und bei ihren Rennen dabei zu sein, bin ich schon oft ins Ausland gereist. Unsere Mutter, by the way. Wenn du... Okay. Alter.
Kämpfst du nur zum Spaß oder verfolgst du ein bestimmtes Ziel? Beides. Ich kämpfe sehr, sehr gern zum Spaß in Pokémon. Und um zu gewinnen? Digga. Oh nein. Du kannst doch Finale, oder? Ist das nicht das Meme? Oh nee, da muss ich jetzt. Alter, da gucke ich jetzt sowas von. Ja. Da könnte mir aber gar nichts tun. Da könnte mir aber gar nichts. Das ist doch das Meme, dass Ratchet Steel Finale einsetzt im Early Game, wenn man es als Starter hat. Explosion sogar. Explosion, ja moin! Siebte Gen, jetzt gucken wir mal kurz. Sechste Gen. Kann ich das irgendwie ändern? Wie kann ich hier sechste Gen nicht ändern, Alter? Die Werte. Was hast du denn? 75er Angriffswelle. Ach du Scheiße. Explosion, Stampfer, Metallklaue, Ladeschall, Dampfwalze, Metallklaue. Das war's. Das heißt. Es könnte sein, dass es sogar gar keine Explosion hat, wenn wir Glück haben. Eine 1/5 Chance, dass Explosion nicht im Moveset ist. Das ist aber echt scheiße. Ah, wir haben das jetzt in Unterreiter aufgeteilt. Okay, das wusste ich nicht. Alter, sorry. So, sechste Gen. Blitzkanone, ja moin. Blitzkanone, Eisenschild, Explosion, Hammer, Arm, Stampfer, Zielschuss, Metallklaue. Also Metallklaue hat er sich ja safe bei... Moment mal. Blitzkanone, nee, das ist glaube ich ein Herzschuppen-Move. Eisenschild, glaube ich... Au, das ist alles Herzschuppen-Move, oder nicht? Ach so, ja, Stampfer und Zielschuss sollten die Standardattacken sein und die anderen vier sind Herzschuppen-Moves, oder? Oder? Oh Mann, ich hoffe nicht, dass du Explosion kannst. Ah, ich hoffe, dass das ein Herzschuppen-Move ist, to be honest. Ah, schwierig. Ja, wir wechseln mal. Oh Mann, das ist doch jetzt kacke. Yes. Du hast 32 Def, also wenn es einer überlebt, dann bist du das, Phylia. Sorry, aber... Oh mein Gott. Zielschuss gefällt mir auch nicht. Haben wir X Verteidigung? Oh ja! Alter Ehre, komm. Wir pushen jetzt den Defensivwert so gut es geht. Okay, Metallklaue. This is fine, I guess. Mach mal Routenschlag. Oh mein Gott, Neutralton, so scheiße. Also bis jetzt sieht es ganz in Ordnung aus. Mit dem Move hab ich Schiss. Alter, wir machen ja gar kein Damage. Alter. Vielleicht sollte ich X Angriff auch noch einsetzen, weil wir können... den Verteidigungswert nicht senken. Ja, aber sind die X-Items ja doch mal sinnvoll. Also bis jetzt hat er 3 Moves eingesetzt. Das ist doch, das verspricht doch schon was. Geben wir mal den Angriffswert noch. Oh Scheiße, er hebt seinen Angriffswert auf. Das ist ganz bitter. Philia, du musst es machen, ich schwöre. Ich schwöre, du musst. Wir haben 2 Highlight-Items, also alles fein. Wir können... Das Ding, das ist machbar. Ja. Ich glaube, ich würde jetzt gerne ein Highlight-Item einsetzen. Einfach nur, just to be sure. Hier einfach seinen Angriff mit Boost. Ja, ohne Witz. Metallklaue kann ja, ich glaube, 10 oder 20% boosten. Das ist komplett bescheuert. Also im Early Game jetzt. Aber er scheint keine anderen Moves drauf zu haben. Ah, siehst du, da waren schon 9 Damage, du kleiner mieser Mofo, Junge. Bring ihn doch um, Philia! Das war's. Oida!
This was intense. 500 XP, jawohl. Ach ja, ich könnte gleich mal nachgucken, was das Level Cap ist. Ich hoffe, dass wir das jetzt nicht überschreiten. Alter, Gurios. 1000 XP hat er uns gegeben. Ein Mann gibt 1000 XP, ja moin. Viola. Ja, Viola Pokewiki. Ich lerne aus der Niederlage. Alter, der hat einfach einen scheiß Registeel, Mann. Das kann jetzt ab sofort immer passieren. Level 12, als ob das das Level Cap ist, Mann. Das ist doch richtig räudig. Aber wir müssten eigentlich auch fast durch sein mit den Trainern hier. Glaube ich, nur der Ryulu Boy und dieses Girl. Können natürlich die Trainer rauslassen, so ist es nicht, ne? Ich würde jetzt tatsächlich schon in die Arena gehen, ohne Witz. Weil wir sonst komplett overleveln. Wir haben keine Mons mehr. Warte mal kurz. Route Starter. Route 2. Nuvaria Wald. Route 3. Route 22 haben wir da noch einen Mon, ne? Oh. Das sollten wir vielleicht uns abchecken. Wir können jetzt hier noch einen Mond fangen. Haarpilz, Boiling, Knospi. Dragoran leider nicht, außer du bist shiny. Also wenn du shiny wärst, du würdest zwar ultra hässlich aussehen, aber ich wäre eigentlich ganz nice. Haarpilz wäre cool. Boiling, Knospi. Boah, ich will aber schon andere Typen auch mal haben, ne? Das sind halt so Mainstream-Typen. Okay. Ich glaube, ich habe in diesem Part mehr Legis gesehen als in allen Challenges zusammen gefühlt. Die Alga streichen wir natürlich durch, aber werde schreiben wir trotzdem in Klammern, die ich jetzt gar nicht auswendig weiß. Scheitert ist jetzt aber nicht so nice. Alter, dieses Team hat echt Probleme gegen Stahl. Ach du Schande. Die allerbeste Underdog. Auf jeden Fall. Oh. Bruder, mach nicht diesen. Ich schwöre, Fülle ist so tanky, ne? Oh mein Gott, bist du das Wahn? Bitte, bitte, bitte. Oh, diese Route ist ultra gefährlich, Alter. Ja. Ich glaube, wir holen uns später ein Pokémon. Noch alt nicht. Dialga sagt nö. PC says no. Oh mein Gott, Alter. Wir werden komplett weggerackt. Ich habe jetzt so was von Angst in der Arena, ne? Mit Level Cap muss nur so ein Kack-Legi kommen, ne? Du hast keinerlei Vorteile mehr. Dann bist du einfach ein Underdog. Und das ist komplett geil. Ich glaube, ich kaufe mir doch nochmal X-Items. Kenne ich nix. Da kenne ich aber sowas von gar nichts. X-Tempos. Oh, das ist ja arschteuer. Ja. Wenn die X-Items mal. Ja, ohne Witz. Wir müssen nehmen, was wir kriegen. Also, ich habe mich da ja komplett verloren gesehen bei Registeel. Mit Explosion. Aber das war in der älteren Gen, gell, wo er Explosion konnte. Die haben das ja jetzt gepatcht als Herzschubattacke, kann das sein, weil der konnte ja keine Explosion. Stampfer, Metallglow, Zielschuss, was handelbar ist, aber. Digga. Wenn dessen Angriffswert Ohrenmaß steigt und du einfach ihn seine Werte nicht senken kannst, dann ist er komplett lost. Also ohne viele, ja, Algur ist jetzt komplett alt ausgesehen, das sag ich dir aber. Huiuiuiui. Oh, Latios Need, Junge, kennt man nix. Wie sortiere ich denn? Wo ist denn hier Select bei mir? Ist das Select? Oh mein Gott, das ist nicht Select. V ist Select. Ja, moin.
Okay. Dann würde ich sagen, geht's ab in die Arena, Leute. Nice so tronisch. Nuvaria Arena. Pokémon Arena von Nuvaria City. Leiterin Viola, anerkannte Trainer, noch keine, die du kennst. Die Bilder sind echt nice Shots. Sie ist zwar ein bisschen pixelartig, aber ich glaube, das ist nur, weiß ich nicht, soll es so? Titel, kurz vor der Entwicklung, Fotografin Viola. Hier werden derzeit Fotos von Viola ausgestellt, vom Nektar angelockt. Okay, Alter, der... Ich sehe jetzt, dass am Boden des Schmetterlinge sind Omot und... Omot. Das ist, glaube ich, nur Omot am Boden. Ein Omot-Muster. Hallo, wer sind Sie? Ich würde gerne Arena-Leiterin Viola antreffen. Oh, sei gegrüßt, zukünftiger Champ. Wie geht's, wie steht's? Ah, das wird dein erster Arena-Kampf, was? Bist du aufgeregt? Glaubt dein Herz von Nervosität? Ach was, mach dir keine Sorgen, alles wird gut. Du hast doch deine Pokémon-Team dabei. Und schließlich ist deine Team, das kennt doch nicht du, stimmt's oder habe ich recht? Wenn du dich dann herunterrutscht und damit solltest du Erfahrung gemacht haben als junge Trainerin, gelangst du zur Arena und einigen anderen Trainern. Aber vorher habe ich noch einen Tipp für dich. In dieser Arena kämpfen alle ausschließlich mit Käfer-Pokémon. Oh, geiler Tipp, Bruder. Was komplett wasted ist, weil das einfach eine Randomized Challenge ist, aber hey. Ich würde sagen, wir nehmen mal Vulturia Amoris nach vorne. Oder? Naja, von den Werten her sollten die eigentlich noch am Orden. Oh, wobei. Oh, wobei. Ja gut, Philia ist voll entwickelt, ne? Philia würde. Also Algurias macht halt nicht so viel, ne? Aber Skalik macht halt auch nicht viel. Aber Algurias. 31, 17, 18. 32, 20, 18. Ja, da ist Vulturia ein bisschen besser. Aber offensiv ist Algurias schon krass. Aber ich glaube, wir müssen tatsächlich die beiden kämpfen lassen. Die sind, ja gut, der ist ein Level ahead, ne? Das ist natürlich dann auch nochmal eine Sache. Ja, ich würde sagen, wir machen mal... Das von... Also, ich finde, die Arenen sehen so schön aus in dieser Edition, ohne Witz. Noch nie so krass gute Arenen gesehen. Also selbst in Sinnoh gibt es so ein, zwei Arenen. Hust erste, Hust sechste. So ziemlich... Naja, aussehen. Aber hier, ich meine, gut, damals war das nicht anders möglich, aber... Ich meine, welche erste Arena sieht denn so gut aus? Tell me! Jede erste Arena sieht rotz aus. So. Bei der Arena, ne, ich verrate euch den Trick, ihr müsst zu den Blubberbladen entlang laufen und dann kommt ihr zur Arena-Leiterin, deswegen werden wir da mal kurz, kurz entlang laufen. Blub, blub, blub. Und da wäre auch schon der erste Trainer, den nehmen wir natürlich mit. Der hat damals einen Ladybug gehabt, Level 9, also sollte dieses Level eigentlich ganz gut passen. Würde ich sagen, nehmen wir mit. Du versuchst dein Glück in der Arena? Na dann herzlich willkommen, los, zeig mir dein Pokémon. Jaros Arena fand ich auch ultra geil als erste. Ja. Ja, doch, 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 ist nice. Aber ich rede ja jetzt von älteren Generationen, also 1 bis 5. Gab jetzt. Oh mein Gott. Wie kann man denn eigentlich nur so eskalieren? Ich verstehe es nicht. Stahl-Pokémon hier, Stahl-Pokémon da. Everywhere Stahl. Ach du Scheiß. Ich muss jetzt ein Gestein-Eis-Pokémon in ein Boden-Stahl-Pokémon schicken. Nee, der stirbt. Das ich hätte Algurias und Philia nehmen sollen. Das überlebt der doch nicht. Das überlebt er auf keinen Fall. 16 Verteidigung. Alter, das ist doch jetzt echt ein kranker Witz, oder? Oh, Brückrüstung ist so scheiße, ne? Wieso ist der eigentlich Level 10?
Aber er setzt bis dato nur Kratzer ein. Ich muss schon wieder cheaten. Ich muss schon wieder nachgucken. Ich kotze! Alter, das wird jetzt schon so schlimm. Ich glaube, das Early Game ist, glaube ich, komplett schlimm in so einem Randomize. 135er Angriffswert, Mann. Das Ding soll ein Analog sein? Wollte mich flicken. Sind die Attacken von dem Mond? So, sechste Gen. Kratzer, Lehmschelle, Lehmsula, Pflüger, Turbodreher, Lehmschelle. Der hat doch keine Metallklaue. Du Lappen! Mach dich komplett weg! Alter, Amoris ist ja riesig. Hä, was ist denn das für ein großer Unterschied? Okay. Also noch kann der nichts. Erst auf Level 15 erlernt der Metallklauen. Ab da wird Stahlobor gefährlich für uns. Aber unter Level 15 sind alle Stahlobors nicht gefährlich. Das muss ich mir... Alter, das macht ja null Damage. Meine Lehmschelle, ja klar. Ach nee, du mit deinem Genauigkeitsscheiß. Mach nicht diesen, Bruder. Mach doch nicht diesen. Er macht halt echt diesen. Amoris. Weil Amoris, du bist so krass, Junge. Aber auch noch zwei. Komm. Spam den Pult. Oh mein Gott. Das macht auch guten Damage, ne? Die der immer noch trifft, der kennt da nichts. Jetzt würde ich, glaube ich, einmal meinen Heiltrank droppen aus Sicherheitsgründen. Weil man nie wissen kann. Nehmen Sie da doch zu wirken. Ja. Junge. Ja, das ist natürlich klar, dass jetzt der Verteidigungswert für den Arsch ist. Juria. Wir sind aber nicht schneller, ne? Wie viel hat der erste Kratzer Schaden gemacht? 11, oder? Scheiße. Dann machen wir zweites Highlight-Item. Alter, das ist komplett lost. Dass wir zwei Highlight-Items für einen Mon brauchen. Ah, 9 Schaden. Ja, aber okay, jetzt ist Sicherheit, ne? So, jetzt müssten wir schneller sein. Also, Bruchrüstung ist nicht gut. Will ich nicht verschreien, aber... Immer in die XP geteilt. Alter. Pflücker. Oh, ein physischer. Oh, Moment, du bist ja mäßig. Aber trotzdem ein recht starker Flugstep, der nicht Windstoß heißt. Okay, Ammo. Alter, Ammo. Dies ist ja schon Level 12. Wie schnell das geht. Okay. Ich würde sagen, dann gehen wir wieder raus, heilen und kommen nochmal zurück. Ich habe beim ersten Mal nicht gecheckt, dass man so zurück kann. Das war bitter, da habe ich der Arena erstmal durchgeflext, bevor ich da rauskomme. Aber normalerweise darfst du immer raus. Es gibt, glaube ich, keine Arena, wo du nicht raus darfst. Das wäre nämlich auch ein bisschen schwierig. Ne? Der Perspektivenwechsel. Der random Perspektivenwechsel, man kennt ihn. Ich möchte übrigens mal kurz Ehre an mein Internet aussprechen, dass der bis jetzt stabil geblieben ist und keine Frames gedockt hat. Der hat noch nicht rumgemeckert. Also, da muss man auch mal sagen, ne, wenn ein Internet auch einen guten Job macht. Man darf ja nicht immer nur schlechte Erfolge zeigen, sonst fühlt er sich sozial benachteiligt, weißt du? Ist auch beim Internet so, nicht nur bei Kindern oder Haustieren. Internet ist auch ein kleines, süßes Ding, was noch erst erzogen werden muss hier in Deutschland. Wusste ich auch nicht. So. Ja, schauen wir mal, ob unser anderes Team auch ein bisschen was reißen möchte. Wir nehmen jetzt natürlich den Shortcut hier.
Zack, und da geht's weiter. Man kennt's. Was mit den Regentropfen habe ich beim ersten Mal auch nicht gecheckt. Ich bin einfach nur irgendwo gegangen. Ist auch komplett egal. So, dann ist hier noch so eine Arena auf Zipfel. Was ich cool finde, ist, dass sie schon in deine Richtung schauen. So richtig so paranoid, so. Nani? Alter. Hier, Pokémon will sich ausgewinnen, schnell weiter. Nani? Ja, interessantes Käfer-Pokémon, was du da hast. Ist das ein Longarmigriffus oder wie nennt man diese Spezies so bei euch, wo man herkommt? Alter, die mit der ganzen Genauigkeitsscheiße. Ich spiele so auf Unehre, aber zum Glück habe ich Finte, also mich das überhaupt nicht. Alter, Ambidiff ist auch so cool. Es gibt so viele coole Pokémon, Alter. Ohne Witz. Jo, was ist das denn hier für ein Damage-Vergleich, was ihr hier anstrebt? Natürlich rittest du. Ah ne, ist kein Grit, ne? 12 Damage for free. Gut, dann switchen wir mal aus, ne? Nani? Ja, der hat natürlich auch Normalattacken Step. Das ist natürlich bei. Also, Normal-Pokémon sind Early richtig heftig. Weil die halt immer Step haben. Auf diesen Basic Moves. Philia! Schlitz! Schlitz ihn komplett weg. Jo, geil. Geil. Jetzt dürfen wir den krassen Mons keine XP mehr geben. Sonst dürfen die nicht mehr in der Arena kämpfen. Gut, dass sie die Arena, gut, dass sie die Trainer noch nicht gemacht haben, die Lappentrainer. So, ich nutze jetzt einfach einen Trank, weil ich don't care hier. Ne, ich care nicht mehr. So, ja, einen, den hätten wir auslassen können. Wir müssen ja nicht jeden Trainer mitnehmen, wenn wir die Level Cap erfüllen, oder? Scheiße, ich bin dumm. Jetzt muss entweder Vulturia oder Algurias solo den nächsten Trainer machen. Ja, Algurias hat doch die besten Chancen, ne? Ja, komm, let's go. Du bist mir hilflos ausgeliefert, wie ein Insekt, das sich in einem Schwimmnetz verfangen hat. Knaxel ist ein Boden-Pokémon. Aber Level 7, das dürften wir hinkriegen, oder? Ah, ich bin dumm, Aquaknarre. Ja, wobei, Aquaknarre, so eine Drache, Drachenboden. Alter, Knaxel wäre auch geil, aber 600er Base, ne? Nix Underdog. Oh nee, mach nicht den, Mann. Ja, dann mach mal. Dann mach mal Aggro-Knarre. Tackle. Knaxel fand ich war damals so eines der coolsten Pokémon ever. Das ist quasi Reptine in Drache. Das ist quasi. Also ohne Witz, wenn ihr eine Regionalform von Reptine machen wollt, dann designt es so wie Knaxel. Ich schwöre euch, das ist die Regionalform. Das ist die Sinnoh-Regionalform von Knaxel. Von. Reptile. Richtig nice. So habe ich das immer gesehen, wegen diesen. Ne, das fand ich schon immer nice. Stell dir mal vor, in Pokémon Mystery Dungeon wäre Reptile durch Knaxel ersetzt worden. Wie episch das gewesen wäre. Moin, moin. Hallo Annie. Hallo. Hallo Niklas. Hallo. Oh, Algorithmus ist auch Level 12. Blubber. Was für Blubber, Digga. Ach so, Blubber ist ja jetzt Stärke 40, stimmt. Intensiver, das wird eventuell gesenkt, das kann Aquaknarre nicht, ne? Ja, dann. Weg damit, ne? Warum nicht? Ich muss ihm mehr Blubber beibringen, von daher. Magnetilo. Na, wie läuft's mit der Randomizer? Läuft ganz gut. Oh, ich hoffe, dass du nicht zu viel XP vom Magnetilo kriegst. 323? Ah, die könnten wir splitten, oder? Wir splitten mal die XP. Ja, das sollte passen. Was ich am Magnetilo schon immer assi fand, war dieser eine bestimmte Move, den ich jetzt nicht nennen werde, der einfach richtig viel KP auf einmal abzieht. Ah, den meinte ich zum Glück nicht. Das ist natürlich trotzdem scheiße. Was ist denn das jetzt hier? Superschall, ich pfeif. Ja, viel hier pfeift auch drauf, Junge. Bam, Schlitz. Oh, Donnerschock. Da sieht Donnerschock endlich mal wie Donnerschock aus, also nicht so pff, wie so ein Popelblitz. Komm, Philia! Du lässt dich nicht beirren, ja, ganz genau!
Alter, Filia, du bist so. Oh, Filia, du bist so krass, Junge, Mädel. Okay, die XP hätten wir nicht mal hier scheren müssen. Nice. So, Leute, würde ich sagen, machen wir kurz hier Pokémon Center und so. Und dann geht's gegen die Viola-Fotografin-Arena-Leiterin. Richtig cool. Ich find's übrigens cool, dass. Also, ich meine, es war schon immer so, dass Arena-Leiter Berufe haben. Aber hier sind es so. Also, hier hatte ich schon wieder so einen etwas besonderen Touch. Da sind die mehr auf Kultur ausgelegt, habe ich das Gefühl. Also, wo es in den älteren Gens noch mehr oder weniger random war, was die für Berufe hat, einfach dem Typ entsprechen und irgendwas Kreatives, bla bla. Aber hier passt es auch zur Region. Fotografin, weil in Paris und Frankreich, Fotografie und so, ne, Kunst. Dann später kommt ein Model vor, dann haben wir noch einen Mechaniker, einen Elektriker quasi, also Ingenieur, sagen wir es beim Namen. Der zweite ist, ja okay, der ist Kletterer, aber gut. Naja, aber ansonsten, ich finde es cool. Ich finde das very, very nicer, dicer. Genau, hier kann man nicht shortcutten. Ich dachte, das geht. Hey. Ah, hier. Hier kann man schon. Ah, ja. Ja, verstehe nicht, warum es solche Shortcuts gibt. So. Da ist schon die Arena-Leiterin. So, wir werden wahrscheinlich mit dem Team antreten oder wollen wir mit Vulture? Wir wollen eigentlich schon. Ich meine, die Arena sind selber nur 10 und 12. Na, wir gehen noch. Wir gehen full tryhard, Alter, mit dem neuen Team hier. Wir speichern ab. Genau, dann würde ich sagen, geht's los. Dieser angespannte Gesichtsausdruck des Herausforderers vor dem Kampf. Ja, sehr gut. Genau danach suche ich. Ist es vielleicht sogar das erste Mal, dass du dich an der Arena versuchst? Wirklich sehr gut. Die Enttäuschung im Angesicht der Niederlage eignet sich ebenso gut als Fotomotiv wie die Freude im Augenblick des Sieges. Ja, das wird wirklich grandios. Nun weißt du, was dich jetzt erwartet, denn hier komme ich, Viola. Ich habe den Sieg fest im Blick, so wie mein Fotoapparat ein gutes Motiv im Fokus hat. Alter, das sieht so gut aus. Die Musik! Oh ja, die Musik war richtig gut. Da flex ich nochmal kurz im Sound rein. Charmian! Na, das ist doch mal... Ey, ohne Witz. Oh. Ich habe hier wohl eine kleine Änderung gemacht. Ups. Ich habe den wichtigen Trainern 6 Pokémon gegeben. Was, glaube ich, die dümmste Entscheidung war, die ich machen konnte, weil... ich ja eine Wedlock habe und generell ich habe das wahrscheinlich aus dem Grund gemacht, weil die Top 4 Tante, glaube ich, die einzige ist, die 6 Pokémon und die Liga nur 4. Aber in einer Wedlock, Randomizer Wedlock, ist es vielleicht ganz gut gewesen. Also da ist Y vielleicht ein ganz gutes Spiel dafür. Nur wenn dann der Vollidiot alle Pokémon auf 6 stellt. Oh mein Gott. Okay, dann brauche ich eine kleine Sonderregel. Dann muss ich die Sonderregel einbauen, dass ein Pärchen bei Arena-Kämpfen, bei Arena-Leiter-Kämpfen also mindestens 3 Highlight-Items hat. Ja, 3 Highlight-Items plus 1 für jedes, das der Arena-Leiter einsetzt. Klingt das gut? Das klingt, glaube ich, gut, oder? Das schreibe ich dann nochmal so in die Regeln. Also Regel, Zusatz, 3 2 Heil-Items, Punktstrich, bei Arena-Leitern, bei Arena-Leiter Top 4, Champ, 3 Heil
Items plus 1 für jedes vom Gegner eingesetzte. Ich meine, jetzt werde ich es wahrscheinlich noch nicht brauchen. Mal gucken, was kommt. Aber wenn ich mich dann in der Liga sehe, 2 gegen 6, das ist komplett unfair. Dann wird es schwierig. Also dann brauche ich, glaube ich, die Highlight Items. Ich könnte den Chat auch ruhig kleiner machen, ne? Vom Text her. Fällt mir gerade ein. Ja, so, aber halt auch von der Textgröße her kann ich ihn kleiner machen. Das wollte ich nicht einsetzen. Ah, okay, es meldet nicht, weil Mobi. Ich glaube, wir spammen jetzt einfach Blubber durch, oder? Oh, da war ein kurzer Lag, sorry. Man muss sich überlegen, jedes Pärchenteil muss 3 Mons besiegen im Schnitt. Werden die nun. Oh mein Gott. Bin so froh, dass die Crits hier nicht doppelten Schaden machen, ohne Witz. Dadurch kann man das viel besser handeln. Donphan. Oh, den könnten wir schaffen. Ah, der kann aber Bodenmoves, oder? Der kann Walzer vor allem, das ist das Schlimme. Nee, da werde ich wechseln, glaube ich. Der muss komplett wegrasiert werden. Aber noch sieht's gut aus, Leute. Das sieht ganz passabel aus. Junge, bist du tanky, Bruder. Oh, Dampfrolls, Digga. Das ist... Darf ich fragen, was genau eine Redlock ist? Was? Hey Andy, warst du nicht bei meiner Blatt-Grün-Wedlock dabei damals? Wedlock von Wedding, wenn 2 Pokémon verheiratet sind und ein Pärchen bilden und nur die beiden kämpfen dürfen? Männlich-weiblich oder auch divers? Ich habe eine Regel für divers. Tackle sollte reichen, oder? Also ich darf jetzt 4 Heiler im Sensen. Nee, Bünze hat Gold dazu geschlagen. Als ob! Krass. Okay. Kannst du in den Regeln nachgucken, die ich dir gleich schicken kann? Alles immer noch falsch eingespeichert, aber ist okay. Freigeben. Alter, wie der das überlebt. Ruckzucki, geil. Alter, Fili, du bist komplett broken, ohne Witz. Sandwirbel raus. Graulon, das ist Psycho. Das könnte. Das war ein Unlichtmove, aber du bist halt Gift, ne? Da kann ich ja nicht viel machen. Graulon kann doch nur Psycho-Moves. Da muss viel hier drin bleiben. I'm sorry. Aber das ist mir zu risky. Ja, sag ich doch. Konfusion. Wait a sec. Als ob dieses Begraulung mich jetzt nutzt, Junge. Da ist mein Herz kurz stehen geblieben.
Okay, erstes Highlight. Kannst du auch bitte was anderes einsetzen? Ja, Alter. Ist, okay, I guess. Bitte? Das Schlimme ist, ich weiß nicht, was nach Pygraulon kommt, aber Pygraulon macht mir wesentlich zu viel Schaden. Jetzt heilen bringt gar nichts. Da macht er Konfusion und ich krieg aufs Maul. Bubeluff ist, glaube ich, ganz gut. Kann der Windstoß? Oh, fuck, das ist ja mega anstrengend. Selbst mit Heil-Items-Verbesserung. Wir haben ja nämlich nur Tränke, die 20 heilen. Bubeluff. Der dürfte, glaube ich, keinen Windstoß können, oder? Welcher Gen sind wir 6? Platscher, Rutenschlag, Synthese, Tackle, Synthese, Rutenschlag, Tackle, Feenbrise, Giftbruder mit 12, wenn es ein Level 12er ist. Es ist Level 11, okay. Kann also noch kein Giftbruder, was gut ist. Feenbrise. Wir haben Spezialverteidigung drin. Das war übrigens der zweite Highlight-Item. Nee, ja doch, von 4. Wir haben ja 4 insgesamt. Alter, kritisch. Brütisch, brütisch. Alter, Fidia, du bist einfach eine Königin, ich schwöre, ey. Also, Annie, wenn ich dazu keinen Fanart sehe, ne, als Königin, ja, komplett enttäuscht. So, wieder ein bisschen cleverer geworden durchs Regenlesen. Ja, jetzt kann ich entspannt Evoli weiter züchten. Ja. Also, ich möchte zu Fühlia ein astreines Königinnenkonzept, ja. Ja, komm, ich setze nochmal ein Highlight im einen. Das ist der dritte von 4, weil der, sie hat auch schon eins eingesetzt. So, Hublup, da können wir uns ein bisschen regeneraten. Ja, okay. Kriegt halt noch mehr. So. Alter, viele overlevelt komplett. Aber in dem Arena-Kampf ist, im Arena-Leiterkampf ist es okay. Warlord, okay. Das sollten wir hinkriegen. Level 11 ist aber immer noch nicht ihr Boss-Pokémon. Oder Sierblatt. Wenn er das jetzt getankt hätte, ne? Mal schauen, das Fender dürfte sich bewerkstelligen lassen, aber erst muss das BMD-Projekt fertig. Oh. Was? Okay. Sandflora! Dann ist es ein scheiß Pflanzen-Pokémon, ich kotze! Hä? Haben wir das Level 12 schon besiegt? Oh. Ja, dann, I'm sorry. Sonflora ist so cool, ohne Witz. Ich wünsche mir so sehr eine Mega-Form mit Feuer. So unfassbar. Oh nee, nicht Verwurzler. Mach doch nicht den, Alter. Krass. Moment mal. Das dürfte gar nicht gehen. Pflanze auf Pflanze? Flonsoras Rückkehr, ja. Schon ein bisschen. Hä, wieso geht das jetzt? Ist ja gemein. Ich dachte, Pflanze auf Pflanzen... Stats gehen nicht mehr.
Ah nee, Quatsch. Igelsamen auf Pflanzen gehen nicht mehr. Elektro auf Elektro geht nicht mehr. Donnerwelle auf Elektro. Irrlicht auf Feuer. Ja, ja, und Gift auf Gift. So war das. Bin so komplett dumm. Ja, also wäre cool, wenn du mal aufwachen könntest, um Damage zu machen. Dankeschön. Sonst ist das nicht nur bei Sporenattacken. Ja, ich hab's auch gecheckt, glaube ich. Aber ich glaube, Giftpuder geht trotzdem noch, weil es eben eine Giftattacke ist. Ja. Aber bei Spore und den Paralysen von Pflanze, den ich jetzt gar nicht im Kopf habe. Ja. Okay. Alter, das Gesicht! Alter, 3 Level! Ja, vielleicht sind 10, 6 Pokémon doch ein bisschen zu viel gewesen für die Arena, Leute. I don't know. Wow, du. Nein, ihr! Du, deine Algit und deine Fili, ihr seid ein echt tolles Team. Ja, sehr gut, danach suche ich. Bitte, das habt ihr euch verdient. Oh. Nee, nicht alle Ohren. Nur den da. Nice. Wunderbärchen. Mit dem Krabbelorben hören alle Pokémon bis Level 30 auf dich. Das gilt auch für Pokémon, die du im Tausch erhalten hast. Diese Term ist ebenfalls für dich. Alles Anerkennung deiner Stärke. Das angeblich Plage ist aber randomized, glaube ich. Also gut, hinter diesem Selfie ist eine Treppe, die dich sofort wieder nach oben bringt. Wie auch immer das funktioniert, weil... Naja, das ist halt unlogisch. Oi, der Fili hat komplett ge... Es ist doch Plage, hä? Oh, ja, dann habe ich wohl nur die gefundenen Terms randomized. Alter. Komplett heftig. Boah. Ohne Mist ist es schwierig, wenn man sich ein Set auf 0 zu bekommen, als einen 64-Dämon zu bekommen. Das glaube ich gern. Warum willst du einen Set auf 0? In welchen Momenten ist das gut? Ah, Initiative, ne? Aber bei Evoli? Warum bei Evoli? Oh, sieh mal einer an, der Krabbelorden. Sehr gut. Da wird der Professor, der dein erstes Pokémon einfach so über Auge machen, was? Warum lässt du dich nicht dein Team im Pokémon Center heilen und schaust dann bei ihm in seine Pokémon-Labor in Illumina vorbei? Ja, das wäre so unser nächster Plan. Uff. Na, lass mal heilen. Hoffentlich gibt es jetzt Supertränke. Was ich nicht glaube, aber... Alter, das war komplett krass. Weil nach Tara... Lulatec IV. Hä, warum? Hat das einen Sinn? Warum nach Tara 0 Attack IV? Ich könnte den Chat echt kleiner machen. Die Ordens müssen natürlich dahinter, also ich habe da sonst keinen Platz dafür. Aber ich werde die nochmal transparenter machen, die Orden. Oh, Alter, ist auch wirklich super drin gibt. Okay, wir haben gar kein Money. Ja. Unser Money ist natürlich komplett leer geworden. Aber die Kleidungs X Spezialfair hat tatsächlich gemeldet, also das war tatsächlich nicht ohne. Stream ich jetzt noch weiter? Ja, geht schon, oder? Leute, was sagt ihr? Ich sagen, wir machen jetzt noch die restlichen Trainer fertig. Und dann betreten wir neue Routen, oder? Und holen uns neue Mons. Dann machen wir erstmal die. Oh, das sind ja sogar 3 Trainer. Auf geht's, Gabel, lass uns alles geben. Demeteros. Ja, moin. Wenn es denn sonst nichts ist. Es ist echt Partelegis. Legendäre
Liebes Arena-Leiterkampf oder irgendwie so. Rückentzug. Oh, das ist jetzt bad. Aber wir machen eigentlich ganz guten Damage. Mit Glücker. Oh, scheiße. Verteidigung sinkt um eine Stufe, das sind doch 25%, oder? Also zwei Stufen heißt, dass du noch halbe Verteidigung. 11, 6, 6, 16, 17 haben wir gerade. Initiative, zwei Stufen wäre doppelte Init. 34, 8, 25, 25 Init. Sind wir schneller als Demeteros jetzt mit der Bruchrüstung? Alter, ich kotze. Ja, Demeteris ist natürlich das Pokémon, das ich suche. Demeteros. Space. Ich glaube nicht, dass wir schneller sind. Wir können nicht austauschen, ne? Wir haben gerade 20 Damage gefressen. Das heißt, eine X-Verteidigung wird auch nichts bringen. Weil die würde ungefähr 14 Schaden machen wahrscheinlich. Ja. Erstes Highlight mal wieder. Ach, fuck off, ich setze mein 6DV-Dito wieder in die Pension. Das darf gar nicht sein! 20 Schaden! Die Hälfte ist doch 10, das sind 30 insgesamt. Oder war das gerade eine Min-Roll und er hat jetzt eine Max-Roll bekommen von, keine Ahnung, 24 Schaden, wo die Hälfte 12 ist. Ja, okay, wir haben den Racheakt von Amoris und Skalyk, also dieses Pärchen zusammen. Bedeutet, wenn Amoris den Kampf gewinnt, dann ist Skalyk einmalig wieder am Leben. Aber sobald einer von beiden das nächste Mal stirbt, haben die keinen Racheakt mehr. Und dann ist quasi, sind beide halt, ist der Racheakt weg. Außer wenn Skalyk, sagen wir mal, Amorino stirbt. Nee, Quatsch, sagen wir, Skalyk stirbt und Amorino, nee, Moment, das ergibt gar keinen Sinn. Doch, sagen wir, also, egal. Das habe ich nicht ganz überlegt, glaube ich. Einmalig pro Pärchen. Das ist natürlich eine vage Bezeichnung, weil ein Pärchen aus zwei Mons besteht, ne? Und wenn es eine Mon macht und es aber stirbt und das andere Mon dann später lebt, dann kann ich ja trotzdem, weil es ein neues Pärchen ist, mit dem anderen Mon wieder einen Racheakt machen. Naja. Ja, muss mir den ersten Racheakt einsetzen. Aber war ja auch wieder nur ein unfairer Crit, ne? Der ja eigentlich ihn hätte gar nicht töten dürfen. Die Init hätte doppelt so stark sein können und dann hätten wir ihn, glaube ich, outspeedet. Aber hey, was sind schon Zahlen? 20 plus 10 ist natürlich 34. Wer kennt's nicht? In Mathe hat Demeteros gut aufgepasst. Kann man nichts sagen. Kann man einfach nichts sagen gegen die Logik. So. Das muss ich mir auch irgendwie merken. Warte mal, ich kann mir. Okay,
können wir uns das dann am besten merken. Ich würde mit Markierung machen. Und zwar, ob, genau, Punkte wäre der Racheakt. Genau, also ob die noch einen offen haben. Ist sehr gut. Und du hast keinen mehr. Das würde ich jetzt einfach mal so festlegen. Ich würde sagen, dass du schon noch einen hast. Also ein pro Mon pro Pärchen. Also einen pro Mon. Nee, das ist, glaube ich, OP. Weil wenn jetzt Amarino stirbt und sie einen anderen Basic fällt, die sie trotzdem noch hat. Man, das wäre ein bisschen... Das könnte man infinite weitermachen. Also, ja, okay, man verliert trotzdem Mons, aber verliert man nicht statistisch gesehen nur 50%? Genau, man verliert ja, also Skalü wäre ja jetzt tot. Das heißt, die Chance auf Wacker wäre ja schon längst, also wenn das gar nicht gehen würde, wäre das weg. Also, ich mache bei beiden weg, das ist sonst viel zu einfach. Also das Pärchen ist schon mal vorgeschädigt, ne, vom Schicksal gezeichnet. Und das wird sie hoffentlich, das wird das Band der Liebe hoffentlich stärken. Und ich verabschiede mich an der Stelle. Ne? Man muss halt mal Ehre aussprechen an Algures und vor allem Philia. Also Philia, komplette Queen an der Stelle in diesem Part. Absoluter Boss. Absolute Königin. Ja, dann würde ich sagen, mit diesen Worten, danke fürs Einschalten. Bis vielleicht morgen. Also, ich hab Bock. Mal schauen. Immer wenn ich Zeit habe, sage ich auf Discord an. Wann ich streame und ja, dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Abend und haut rein. Ciao.